Willkommen zurück zu SimCity. Und wir sind in unserer Zukunftsstadt, die richtig OP aussieht, muss man ja sagen. Und die richtig OP Verluste macht. Ich würde ganz gerne mal Veranstaltung aktiv, ja, dann glaube ich. Prozessorfabrik funktioniert. Vielleicht müssten wir einfach in dieser Stadt mal umbauen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich sowas trauen soll immer und so. 28.000. Wenn wir da nochmal so einen Recyclinghof hinklatschen würden, wäre es auf jeden Fall besser, ne? Nur habe ich keine Ahnung, ob ich das machen soll. Skybridge Station. Haben wir hier auch. Aber die ist noch nicht angebunden. Hatten wir das nicht schon gemacht, oder? Ich bin jetzt der NASA von heute, also nicht der von gestern, den ihr noch kennt. Und der andere. Ach doch, da ist eher eine. Dachte gerade schon. Ich frag mich, ob die die überhaupt nutzen. Lockern. Scheiße. Bin ich dumm und ich dachte, es wäre schon gewesen. Nein, war es aber nicht. Na toll. Bin ich dumm. Jetzt haben wir noch mehr Verluste. Yay. Mann. Schlaue Aktion, Maser. Ja, ich weiß halt nicht wegen dem hier. Wir bräuchten wirklich mehr von dem Zeug. Aber woher? Wir könnten. Hier ist eine Elektronikzentrale. Alter! Was haben die hier für ein Problem? Vor allem, was sind das für Autos? Voll Zukunft. Yay, Zukunft. Und hier ist der Tunnel. Die kommen wahrscheinlich alle von der Veranstaltung und wollen schneller aus der Stadt, weil sie so hässlich ist. Nee, eigentlich ja nicht, aber. Minus 30.000 ist schon deftig. Nee, warte, das war ja. Hier. Ja, hier ist es gewesen. Wir könnten es hier hinbauen. Sollen wir? Ich brauche Geld, also hilft nicht. Was haben wir denn hier schon alles? Ach so, Plastik. Metall. Und Leichtmetall. Und wo sind die ganzen Transportteile? Achso, die kann man dann hier hinklatschen noch. Okay. Ach, wir können noch was. Hä, wo? Anscheinend nirgends. Ist doch doof. Muss ich schon sagen, das ist sehr doof irgendwie teilweise. Finde ich schade. Wieso klappt das nicht so, wie ich es will? Okay, wir haben jetzt das hier. Metall. Leichtmetall. Metall. Plastik. Okay. Ich hoffe, jetzt wird's besser. Prozessoren. Braucht mehr Legierungen. Wie sieht's denn überhaupt aus? Boah, Prozessoren haben wir bald voll. Cool. Dann kann ich nämlich die dann einstellen. Also halt die Versorgung und dann geht's hier richtig ab hier in der Stadt so. Die Stadt geht ab.
Jetzt neulich habe ich auch ja mal, ich mache ja eine PaySafe-Card-Verlosung und so. Und mir fiel auf, dass es halt Leute auch falsch verstanden haben mit dem positiv bewerten, also positiv auffallen. Darunter ist jetzt nicht gemeint, einfach unter jedes Video von mir irgendwie zu schreiben, cooles Video. Und dann nach einer Minute bei einem anderen Video dasselbe zu schreiben. Da denke ich mir, ist das auch wirklich ernst gemeint? Ich glaube nämlich nicht. Und ich denke mir halt, wenn er irgendwie zugucken würde und das Video gucken und dann irgendwie was Informatives oder was wichtig ist für das war, was halt im Video auch vorkam, wenn man dann sowas fragt, dann ist es für mich sehr logisch. Aber wenn man dann einfach nur sagt, cooles Video und das dann in jede Minute unter jedes Video schreibt, hä? Kann das überhaupt dann stimmen, was der da labert? Oder schreibt er das einfach nur, weil er auf die PaySafe Card will? Und da dachte ich mir halt positiv auffallen, eigentlich in dem Sinne, dass sie halt einfach irgendwie, wenn sie dann meine Videos gucken würden, dass sie halt dann einfach sagen könnten, dass ihnen da jetzt auch wirklich gefallen hat und nicht einfach nur immer unter jedes Video schreiben, cooles Video, cooles Video. Da ich hab mal einen Kommentar bekommen, so, welches Mikro wirst du dir holen und so. Und das hat ja dann schon wieder mehr mit dem Video zu tun, weil ich das ja erwähnt habe. Und vielleicht anderes Zeug. Ich glaube, ich habe irgendwas wurde noch geschrieben. Und nicht dann, cooles Video kann man natürlich schreiben, aber das kann man nicht jedes Mal bringen. Und das dann einfach unter 10 Videos schreiben. Okay. Eigentumswohnung von Stefan. Ah ja. So heißt übrigens mein Dad, also. egal. Ich mach weiter. Und ich drehe mich wild im Kreis herum, frag mich nicht wieso. Produzieren die hier schon Wertstoffmangel? Krass. Ja, dann geht denn sowas? Die haben, können hier nichts mal mehr machen und die hier auch nicht, aber die haben Wertstoffmangel. Okay. Es scheint mir unlogisch. Angehalten. Prozessor. Achso, weil sie keine Dinge mehr hatten. Okay, keine Ahnung. Die exportieren ja auch, oder? I think yes. Boah, der macht alles. Der macht alles bei dem Megaturm plus. Dacheter. Achso, hatten wir auch schon. Stufenpark, okay. Und ansonsten, Megatürme, wie sieht's denn aus? Der einzige, der Plus macht, ist der hier. Und das ist der Kleine. Da fühlst du dich schon irgendwie. Ja, keine Ahnung. Kommst du dir blöd vor? Dass der am meisten noch Gewinn macht. Diesmal berechnen wir das ganze Zeug hier nicht ab. Veranstaltung aktiv. Okay. Haben wir noch keine. Ach so. Eigentlich so gut wie fertig. 900.000. Boah, Alter, ich muss hier raus aus dem Menü. Das ist ja overpowered hier. Veranstaltung. Wir haben wieder die 5 Millionen mal wieder. Ich glaube, dass wir echt mal ein bisschen was abgeben sollten an andere Städte und dann später irgendwann mal in anderen Städten weitermachen. Oder wir schließen erst das Solarprojekt ab. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert. Das hätte ich echt nicht gedacht. Ich mache die Kernfusionsanlage. Glücksspiel. Würde natürlich auch was bringen. Aber jetzt auch, glaube ich, nicht so viel.
Wir gucken, wie es weitergeht.